Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Jahreshoroskop 2018, Tierkreiszeichen Fische. Erstmal möchte ich Jahr 2018 im Allgemeinen beschreiben. Jahr 2018 ist ein Venusjahr. Natürlich wird es wichtig sein, Gefühlen, Liebe und Partnerschaft, auch tolle Ideen, Kunst, Kreativität, Selbstständigkeit. Venus ist aber auch die Planet, die Harmonie und Frieden. Und immer mehr Menschen haben auch dieses Bedürfnis nach Frieden. Venus bedeutet auch Glück. Und dieses Glück begleitet uns im Jahr 2018. Es kommt aber noch Einfluss von Saturn, von Pluto und von Lilith. Saturn erteilt uns noch Lernaufgabe, besonders was die Liebe-Partnerschaft betrifft. Saturn ist der Planet der Schicksal, schicksalhafte Ereignisse, schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Entscheidungen treffen uns im Jahr 2018. Saturn ist auch der Hüter der Karma, karmische Begegnungen, karmische Erinnerungen. Dann kommt die Lilith-Einfluss, Wünsche, Sehnsüchte und Träume. Aber wir neigen dazu, davon laufen. Und Saturn, weil das wirkt auf diese Lilith-Energie, belernt uns diese Wünsche, Sehnsüchte und Träume ernst nehmen, weil das kommt in Form, und bitte nicht davonlaufen. Dann kommt die Pluto-Einfluss, das inneren Kraft, diese konzentrierende Kraft, die Transformation. Und hier ist nicht erlaubt etwas, was diese Kraft raubt. Und da sollten wir auch achten, aufräumen in unserem Leben, trennen, kündigen, loslassen, verabschieden von alles, was diese inneren Kraft raubt. Manchmal sind es unsere eigenen Gefühlen wie Schuldgefühl oder Angst, sind auch Stolpersteine in unserem Leben. Was wir noch lernen, Jahr 2018, kommunizieren. Über Gefühlen sprechen, offen zu sein, sagen, was wir denken und fühlen. Aber es ist nicht immer klug, bei jeder Situation das sagen, was wir denken und fühlen, sondern es werden auch Situationen kommen, wo es besser ist zum Schweigen. Wie der Spruch auch sagt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Also wir sollten das feinfühlig uns entscheiden, wann ist es angebracht, offen zu sein, sagen, was wir denken und fühlen, und wann ist es besser, wenn wir nichts sagen. Und wie trifft das die Fischengeborenen? Die Fischengeborenen haben eine magische Ausstrahlung. Intuitionen, Inspirationen und Träume. Und es kommt im Fluss, nur im Vertrauen bleiben, weil das können sie beruflich umsetzen. Die wahre Berufung finden, weil viele Fischengeborenen fühlen sie sich in die Arbeitsplatz zurzeit eingeengt, eingesperrt, raus von diesem Gefängnis und sich verwirklichen im Kunst oder in Spiritualität. Also in diese Richtung sollen sich die Fischengeborenen bewegen oder mal Gedanken machen, weil die Talente, Fähigkeiten sind da. Sie dürfen daran nicht zweifeln und wirklich das fließen lassen, weil da liegt das Glück,
bei den Fischen geboren, wo noch Glück haben im Ausland oder auf eine Reise. Das kann natürlich auch die innere Reise sein. Aber grundsätzlich die Ausland verspricht auch Glück für die Fischengeborenen. Wo auch noch Glück habe, nicht so ausgeprägt wie bei Wassermanngeborenen, das war Glück in die Finanzen. Und damit meine ich nicht gute Investitionen und gute Geschäfte machen, sondern Glücksfälle, ein Gewinn oder Geld zu erben oder finden, etwas, womit man gerne gar nicht gerechnet hat, unerwartete Geldeinfluss. Bei Wassermanngeborenen war das richtig ausgeprägt, diese Energie, aber ein bisschen wirkt das auch bei den Fischengeborenen. Wo sie noch achten sollen, das ist die Freundeskreis und Bekanntenkreis, das bisschen auch abwiegen, wen können sie vertrauen und wo sollen sie eher schweigen. Wieder auf den Satz achten, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Und das werden die Fischengeborenen üben im Bekanntenkreis, Freundeskreis oder in einem Verein oder einer Partei. Die Liebepartnerschaft bekommt eine Form und es kommt in Ordnung. Und das könnte ich allgemein sagen für die Fischengeborenen. Aber das ist keine persönliche Analyse. Es besteht aber die Möglichkeit des maßgeschnitten Berechnen und das können Sie bei mir bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Dann beschreibe ich für Sie persönlich genau, was Jahr 2018 kommt, die Tendenz und auch die einzelnen Monate. Was ist zum Erwarten in einzelnen Monaten, auch die Hindernisse. Dazu benötige ich natürlich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Es sind aber oft keine schicksalhaften Ereignisse oder Fragen, was die Schicksal betrifft, sondern Fragen, was die Alltag betrifft, wie zum Beispiel: Liebt er mich noch? Kommt er zurück? Sehe ich sie in die kommenden Tagen? Soll ich diese Schulung machen? Bestehe ich diese Prüfung? Soll ich mich umziehen? Soll ich mich beruflich verändern? Und. Es sind Fragen, was die Alltag betrifft. Und es sind wichtige Fragen. Da braucht man keine ausführliche Analyse. Es ist auch nicht Zeit, benötigt auch nicht viel Zeit, das zu beantworten. Und dazu empfehle ich Ihnen die Blitzberatungen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Sie beschreiben Ihre Situation, stellen Sie Ihre Frage. Sie können auch die Geburtsdatum dazu schreiben und ich werde diese Fragen natürlich persönlich blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und die Zeitqualität ist auch sehr wichtig. Im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.